Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute gibt's eine weitere Folge FIFA 15 Ultimate Team. Und ja, in dieser Serie geht's darum, ohne gekaufte FIFA Coins oder FIFA Points sich bis in Liga 1 hochzuspielen. Wir sind aktuell in Liga 9. Ja, hier sieht man's. Ich gehe mal ganz kurz drauf. Die Saison läuft richtig, richtig Bombe, ja. Vier Siege. Mit vier Siegen sind wir in Liga 9 gestartet. Und wir haben noch sechs Spiele verbleibend. Und wir brauchen nur noch einen Punkt für den Titel. Und ich hoffe, dass wir das in dieser Folge hinbekommen. Das hoffe ich einfach mal. Schauen wir mal rein, mit welchem Team wir spielen. Ja genau, ich denke, mit dem Team hier werden wir spielen. Mit dem guten Emenike-Team. Ja, dem Mix aus Bundesliga und Super League. Sprich türkische Liga und deutsche Liga. Und ja, dann gehen wir mal rein. Ich würde sagen, verplempern wir keine Zeit, suchen Gegner. Und schauen, ob wir uns den einen Punkt hier in diesem Spiel jetzt noch sichern können. So, da haben wir Gegner gefunden. Wir spielen mit Blau gegen Weiß. Das Inter Mailand Trikot hat er gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Er hat, sein Team nennt er 4-3-3, 100er Chemie, 80er Bewertung und uiui. Ja, das ist auf jeden Fall ein italienisches Team. Evra auf links, Chiellini, Barzali in der Innenverteidigung, Handanovic, also eine ähnliche Innenverteidigung wie wir mit unserem anderen Team haben, mit unserem Dumbia-Team. Wir spielen in der MTech Arena und schauen wir mal, was wir hier so holen können. Schauen wir mal, ob wir den einen Punkt hier holen können. Das wäre natürlich wichtig, dass wir den Titel gewinnen und sozusagen Liga 9 abschließen, aufsteigen und ja, noch ein paar mehr Coins generieren. Aufgestiegen sind wir ja schon. Ich denke, irgendwo kriegen wir auch noch den einen Punkt her. Das sollte doch eigentlich machbar sein. In der letzten Folge hatte ich schon eine kleine Ankündigung gemacht. Ich werde es hier nochmal wiederholen. Ich bin daneben, neben YouTube sozusagen, auch noch Student und bei mir stehen aktuell... Oh, da gibt es den Elfmeter, ne? Bei mir stehen aktuell Klausuren an und ich habe da eine Klausur, die auf jeden Fall richtig schwer ist und auf die ich mich auch gut vorbereiten muss. Und von daher kann es sein, dass meine Videos in der nächsten Zeit so ein bisschen unregelmäßiger eventuell kommen. Am 12. ist die Klausur und nach dem 12. werde ich auf jeden Fall wieder voll durchstarten können. Ich habe noch ein paar Videos vorproduziert. Und jetzt müssen wir hier erstmal schauen, dass wir den Elfer halten. Ich denke, er schießt einfach in die Mitte. Oh, was mache ich denn? Den hatte ich doch schon. Naja, gut, was soll's. Das ist natürlich jetzt bitter. Wir liegen hinten. Müssen wir mal schauen, dass wir uns hier noch rausgekickt kriegen hinten. Beziehungsweise aus dem Rückstand. Nun gut. Mal gucken. Also wie gesagt, dann wisst ihr da Bescheid, dass da eventuell so ein bisschen Unregelmäßigkeit kommen könnte. Ich werde eventuell auch versuchen, dass ich die Videos so ein bisschen anders anordne. Dass auf jeden Fall vielleicht bis zu dem Zeitpunkt ein Video auf jeden Fall jeden Tag rauskommt. Ich denke, das kriege ich irgendwie hin. Müssen wir mal schauen. Und ja, jetzt heißt es, dass wir hier irgendwie nochmal uns zurückkämpfen. Einen Punkt brauchen wir noch. Das muss ja wohl drin sein hier. Das heißt, wir müssen ein Tor erzielen und das dann halten. Das heißt, ich muss mich jetzt hier wahrscheinlich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Weniger Bullshit labern und ein bisschen besser spielen. Emenike einmal durch. Emenike ist durch, kommt sie ab. Und jawohl, das ist der Ausgleich. Das ging jetzt schnell, 8. Minute. Elfmeter eingeschenkt bekommen und gleich die Antwort gegeben. So muss es sein, so muss es sein. Großartig von Emenike. Das war richtig gut. Ihr könnt mir natürlich auch schon mal schreiben, so langsam. Ich glaube, wir haben 19.000 Münzen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, es stehen wieder Verbesserungen an, ne? Und ich denke, wenn wir jetzt hier so ein kleines Päuschen auch machen, dadurch, dass ich ja meine Klausuren habe, wäre das doch vielleicht ganz cool, wenn ihr mir da so ein paar Tipps gebt, was ihr vielleicht machen würdet. Oh je, das war ein Foul, genau. Wen ihr da vielleicht so auch noch aufstellen würdet, wo ihr unsere Mannschaften punktuell verbessern würdet oder ob ihr halt lieber wieder ein komplett neues Team für 20.000 sehen wollt, das könnt ihr mir auf jeden Fall mal sagen. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Vielleicht könnt ihr mir auch Links posten oder so von wegen, also Foothead-Mannschaften oder so, wo ihr sagt, hier, die gehen richtig ab für 20.000 oder so. So, jetzt muss ich mir mal einen ranholen. Der gute Nante ist es. Und kriegen wir da den Schuss hin? Nochmal abgelegt? Ne, das war jetzt nicht gut. Der Gegner spielt auf Konter, ne? Immer einen vorne stehen und versucht dann da mal so ein bisschen was zu regeln. Boah, da wird er abgedrängt, der Boomer. Körperlich nicht so ganz der Stärkste wohl. Was spielen die jetzt hier zusammen, die Jungs? So, Sokrates, den musst du jetzt aber haben. Nicht wieder faulen. Gut gemacht. Haben sie jetzt mal rausgeholt. Läuft er mich da ab links? Rechts meine ich natürlich. Naja, das passt. Oh ja. Emenike ist durch. Ich
ziehe ab, aber ja, Handanovic ist da, ist ein richtig guter Keeper, darum habe ich den bei uns im anderen Team auch drin. Wie gesagt, der macht auf jeden Fall richtig Bock. So, ich hole mal jemanden ran und da hinten steht auch einer ziemlich frei, oder? Ich versuche den mal dahin zu spielen mit Diego. Kommt auch hin. Motta ist es, na gut. Den will ich jetzt nicht so unbedingt abschließen. Gündogan. Ja, da haben wir nochmal. Diego war es, glaube ich. Kam mal noch von der Ecke angelaufen. Oh komm, Dante. Dante ist nicht so schnell. Nicht der schnellste Innenverteidiger. Ich glaube, darum spielen ihn auch viele nicht. Oh, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Der Gegner macht das gut. Wie gesagt, kommt hier über die schnellen Konter. Hat auch ganz gute Spieler da dabei. Beziehungsweise schnelle Spieler da auf den Flügeln, glaube ich. Zumindest auf dem rechten ist einer der schnellsten in der Serie A. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ich mach's kurz zu Dante. Oh. Ich dachte eigentlich, er geht da auf den Außenspieler und will den da abschirmen, aber hat sich's da nochmal anders überlegt. Wie gesagt, hier muss ich wahrscheinlich wieder anders agieren und eventuell den langen Abstoß suchen. Das ist wahrscheinlich die sicherere Variante. Kommt Eminike da durch? Ja, kann ich Diego schicken, aber ist ein Tick zu langsam. Hätte ich fast nochmal den Ball abfangen können. Nicht ganz geklappt, schade. Ich habe das Gefühl, das wird noch eine richtig schwere Partie und wir haben auch lange nicht mehr verloren, ne? Vielleicht sagt sich EA, okay, jetzt hast du hier mal Gegner, in denen du nicht so einfach gewinnst. Boomer, mit dem haben wir noch gar keinen Treffer gemacht. Aber wird auch abgelaufen. Totti. Der Stürmer an sich ist natürlich nicht so der schnellste. Ich glaube, das war ja dieser Totti. Ich glaube, der ist sogar relativ langsam. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er immer schlecht ist, ne? Ich glaube, dafür hat er ganz gute Passwerte und so, wenn mich nicht alles täuscht. Und kann halt auch ganz gut mal vorbereiten. Da werden wir von den Füßen geholt. Das war jetzt richtig mies. Und zum Glück gibt es auch die Karte. Denn Eminike ist auf jeden Fall richtig schön durchgestartet. Und den hätten wir da richtig schön einen auflegen können. Leider hier nicht gelungen. Sieht man es hier nochmal? Nee. Chiellini da mit der gelben Karte. Ich hole mir jetzt jemanden ran. Sokrates. Oh, was macht der da? Er sollte auf Sokrates spielen. Jetzt ist er natürlich wieder vorne. Kann da wieder Gas geben. Er macht's wieder so und ich kick ihn raus mit Dante. Das ist mir jetzt auf jeden Fall die sicherere Wahl. Ja, den hat er verzogen. Da haben wir Glück gehabt. War da noch jemand dran? Nee, gut. So, und jetzt werde ich ihn lang machen. Beziehungsweise so halblang, weil langsam ist mir zu gefährlich mit dem seinem Abschirmen. Jo, Minike. Unten läuft Melo. Kriegt Melo den rein? Oh, er verzieht ihn. Schade. Brauchen jetzt einen Treffer. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, mir jemanden ranzuholen. Ich mach's mal noch schnell. Und dann. Kommandante steht doch da so frei. Die köpfe ich jetzt einfach mal an. Kriegt ihn aufs Tor und er kriegt ihn rein, jawohl. Das habe ich jetzt mal richtig gut gesehen. Und großartig gemacht von Dante. Echt eiskalt da, schön den Ball ins Netz gebracht. Großartig, da fehlen mir fast die Worte hier. Weil mir solche Tore gelingen mir einfach so gut wie nie. Aber der stand da so frei, dadurch, dass wir den Spieler rangeholt haben, hat er da seine zwei Abwehrspieler quasi hinterhergezogen. Und Dante kommt da wirklich frei zum Kopfball. Und Dante ist natürlich auch kopfballstark. Von daher war das jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den so reinzubringen. Jetzt versucht er hier jetzt mit dem Durchlaufen. Jetzt machen wir es erstmal ruhig. Jetzt haben wir die Zeit. Nehmen wir uns jetzt einfach. Ja. Ich würde ganz gerne auf die andere Seite bringen. Da müsste jetzt viel Platz sein. Ah, Mist. Oh je. Komm, renne, renne, renne. Haben wir. Schön abgelaufen. Er steht jetzt sehr offensiv, man sieht's. Kriegen wir den da durch? Auf Diego, ja, das passt. Unten läuft Blaschikowski. Nach innen gezogen. Ne, kommen wir nicht. Schade. Komm, Blaschikowski, den hast du doch fast. Okay, jetzt müssen wir gut stehen. Von hinten Gündogan. Jetzt mit Piszczek. Abseits. Gut gemacht. Schönes Stellungsspiel von den Jungs da hinten. Hab ich mal einen rangeholt. Kurz abgespielt. Dann sollte das jetzt auch kein Problem sein. Ja. Ah, wollte ich gleich weiterstecken auf Blaschikowski.
So, ich würde ganz gerne mal eigentlich den Flankenwechsel probieren. Ich stehe hier relativ zugestellt, dass ich da irgendwie eine gescheite Flanke bringen könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da auf der anderen Seite ein bisschen Raum ist. Da ist der Halbzeitpfiff, 2:1 steht's. Da haben wir uns gut zurückgekämpft nach dem ja, unglücklichen Elfmeter da ganz am Anfang. Gleich den Ausgleich geschossen und dann jetzt gut in Führung gegangen. Ja, ich denke, wir sind auch vorne, was die Statistik angeht. Aber das heißt nichts. Das heißt nichts. Wir müssen jetzt auf jeden Fall konzentriert weiterspielen. Und schauen wir, dass wir das Ding hier nach Hause bringen. Und dann mit einem Sieg die Liga abschließen. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn wir das hinbekommen. Jetzt versucht er es wahrscheinlich gleich wieder über Konter. Nach vorne läuft... Den meinte ich nicht, den habe ich nicht gesehen. Ich meinte den in der Mitte, der war kurz vorm Durchstarten. So sah es zumindest aus. Laschkowski jetzt. Oh, nee, so wollte ich das nicht. Aber Glück gehabt, gibt nochmal Einwurf für uns. So, jetzt haben wir einmal die Seite so ein bisschen verlagert. Jetzt hier mal durch mit Buma. Der sollte ja eigentlich ganz flott sein. Schau mal, kommst noch ran? Ja, kommst noch an. Hat jetzt Skills. Ah, schade. Wollte ich irgendwie mich durchskillen, da durch die Mitte, aber... Gut, wisst ihr, ich bin nicht so der Skiller. Hat's nicht geklappt, schade. So, da läuft er zum Aus. Ja, den haben wir. Motta hat ihn abgelaufen. Wäre auch so meine Idee als nächstes fürs Upgrade, dass wir da Motta gegen einen guten Brasilianer, gegen einen brasilianischen Linksverteidiger sowas austauschen. Gibt es ja ein paar gute auf jeden Fall, die auch in unserem Budget wären, denke ich. Ja, so ein Marcelo oder sowas fällt mir da zum Beispiel gerade ein, spontan. Könnte man eventuell auch auf die linke Seite vielleicht irgendwie, obwohl Buma, von dem haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel gesehen, ne? Weiß halt auch nicht, ob der so da der Beste ist. Dann könnte man da vielleicht was Spanisches da vielleicht auch sogar hinstellen. Auf die rechte Seite. Ich weiß allerdings nicht, was es da so Schönes gibt. Könnt ihr mir mal schreiben, ob euch da was einfällt, was man auf jeden Fall so als Upgrades machen könnte. Oder ob ihr vielleicht ein komplett neues Team sehen wollt. Ich hätte auch mal Bock auf den Lukas Podolski in Verbindung mit, wie heißt der, mit Shaqiri. Die spielen ja jetzt beide in der Serie A. Dass man da vielleicht was um die beiden drumherum aufbaut oder so. Ich weiß allerdings auch gar nicht, wie teuer die aktuell sind auf dem PC. Aber die würde ich auf jeden Fall auch ganz gerne nochmal ausprobieren. Und zwar in der Aufstellung, wie es, wie wir das Dumbia-Team spielen. Dass die da halt so als zweite Stimme irgendwie so, oder sowas agieren. Könnte ich mir ganz gut denken. Weiß nicht, ob ihr euch das jetzt so vorstellen könnt, wenn ich das jetzt so erkläre. Vielleicht zeige ich das dann irgendwie nochmal oder so. Oh, der ist durch. Komm, da musst du vor. Ja, schön gemacht, schön abgelaufen von, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Sokrates. Sokrates ist auch ein guter Verteidiger. Für wenig Geld kann man sich da auf jeden Fall immer reinstellen. Komm, den hast du noch. Schade. Ja, schön abgelaufen vom Motta. Der macht eigentlich auch einen guten Job, ne? Dafür, dass er eine Non-Rare-Karte ist. Aber das heißt ja auch nicht, dass die immer unbedingt schlecht sind, die Spieler. Ah, komm schon. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird er den wahrscheinlich gleich da irgendwie durchstecken wollen. Genau. Mal abgelaufen. Bisschen Risiko gegangen, da nach außen. Hätte sein Spieler auch nach außen gedrängt, dann hätte er ihn wahrscheinlich abgefangen, vielleicht sogar. Weiß noch nicht, wir haben ja jetzt auch schon einige Spiele, beziehungsweise haben wir so viele Spiele haben wir noch gar nicht gemacht mit der Aufstellung. Ne? Aber ich habe natürlich privat die Aufstellung auch. Und muss festhalten, dass es nicht unbedingt meine Lieblingsaufstellung mittlerweile ist. Anfangs habe ich sie ganz gerne mal gespielt. Mittlerweile, ja, habe ich doch so die Schwächen so ein bisschen erkannt. Und die sind irgendwie so ein bisschen im Spielaufbau, habe ich das Gefühl. Also andere, oh. Zumindest kommt es mir so vor, dass man manchmal das Spiel so ein bisschen schwer aufbauen, so ein bisschen schwer aufbauen lässt. Komm schon. Ja, jetzt hier nochmal abgelegt. Melo, komm, den machst du. Schade. Und vielleicht probieren wir da auch nochmal eine ganz neue Formation. Das wäre natürlich auch was. Im Übrigen hatte ich ja auch angekündigt, dass ich ganz gerne noch eine zweite Serie starten wollen würde. Und da habe ich auf jeden Fall auch schon konkrete Pläne und so geschmiedet, was ich da machen will. Will natürlich noch nicht zu viel verraten. Aber falls ihr euch wundert, wo die Serie bleibt,
Die wird dann wahrscheinlich auch erst nach meiner Klausur starten. Sprich, ab dem 12. wird es dann hier richtig viel FIFA-Action bei mir auf dem Kanal geben. Und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die neue Serie. Da freue ich mich schon riesig drauf, dass ich die endlich anfangen kann. Oh, Iminik ist durch. Zurückgelegt auf Diego. Vorne läuft nochmal Blaschikowski und Iminike läuft auch nochmal, legen wir auch nochmal quer und jetzt netzen wir ihn ein, jawohl. Das ist das dritte Tor von Iminike jetzt, beziehungsweise sein zweiter Treffer müsste das sein in dieser Partie. Und großartig, damit sollte das Spiel eigentlich an uns gehen, 3:1. Haben uns hinten einen eingefangen, gefällt mir natürlich nicht, ich glaube die anderen Spiele haben wir alle zu 0 gespielt. Da sieht man es nochmal, ja, schön, schönes die Sweaty Goal mal wieder hier in der was ist es, Imtech Arena hier von Hamburg, glaube ich. Ja, und geht der Spieler jetzt raus? Ich weiß es nicht. Vielleicht wechselt er auch nur. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Der Gegner hat jetzt die Zeit mal so ein bisschen runterlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob er nur gewechselt hat oder ob er mich jetzt so ein bisschen trollen will. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht ist er auch nur AFK kurz. Schauen wir mal, was wir hier noch so geboten kriegen von ihm. Wenn es überhaupt noch was gibt. Die Zeit läuft runter. Man kann ja hier immer nichts machen, ne? Er ist scheinbar noch AFK. Ich werde mal warten. Vielleicht kommt er nochmal wieder. Weiß es halt nicht. Ist er wieder da? Man sieht es halt auch so schlecht, ne? Sieht nicht so aus. Ich will jetzt auch nicht unbedingt vorrennen und dann da die Buden machen. Das ist natürlich auch blöd. Falls er jetzt wirklich AFK ist oder so und einfach nur nicht spielen kann gerade. Dann wäre das natürlich ein bisschen unfair. Und ich will natürlich, dass der Gegner auch sich wehren kann. Warte jetzt hier einfach mal. Vielleicht ist er auch einfach jetzt weggegangen und sagt sich, oh, ich gewinne eh nicht mehr. Na gut. Was willst du machen? Ich glaube, ich probiere mal so einen Fernschuss einfach mal. Irgendwas müssen wir ja machen, ne? Irgendwas müssen wir ja machen. Wie gesagt, er ist scheinbar immer noch nicht da. Zumindest läuft er nicht auf meine Spieler drauf zu. Gut. So habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Ich hatte gedacht, das wird jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen spannend. Schieß jetzt hier vielleicht nochmal. Ja. Wie gesagt, wenn er sich eh nicht wehrt. Ich meine, wir haben eh gewonnen. Von daher bringt es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Der wird jetzt, ja, er ist immer noch nicht da. Er ist immer noch nicht da. Er ist ein bisschen AFK, ein bisschen rumchillern. Wie gesagt, er hat sich wahrscheinlich jetzt auch gesagt, bringt vielleicht nichts mehr. Und da ist der Schlusspfiff auch. Damit sind wir in Liga 7 ist es, ne? Ne, Liga 8 ist es, genau. Liga 8 sind wir jetzt aufgestiegen. Schauen wir gleich nochmal rein. Werden wir gleich nochmal gezeigt bekommen, denke ich. Und das freut mich natürlich. Da haben wir jetzt mal eine richtig gute Saison abgeliefert, denke ich. Nach dem fulminanten Start in Liga 10, wo wir ja doch ganz schön auf die Fresse teilweise auch bekommen haben. Da ist nochmal der Elfmeter. Machen wir mal weiter. Brauchen wir uns, denke ich, nicht angucken. Da gibt es jetzt eine ordentliche Belohnung nochmal mit 3500 Münzen. Und, tja, dem Titel gewinnen. Ne? Dem Titel gewinnen. Titel gewonnen, genau. 5 Siege, 5 Spiele gemacht, 5 Siege. Besser kann es nicht laufen. Besser kann es wirklich nicht laufen. Und ja, oben sieht man es, 22.590 Münzen. Was mir gerade einfällt, wir können ja nochmal hier auf die Transferliste angucken. Die Jungs habe ich hier noch nicht verkauft bekommen, werde ich mal nochmal anbieten. Vielleicht gibt es da noch ein paar mehr Münzen, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich werden wir die aber auch nicht loswerden, denn so viele wollen die wahrscheinlich nicht spielen. Und ja, dann könnt ihr mir auf jeden Fall mal Bescheid geben, was ihr so sehen wollen würdet. Neue Mannschaft, unsere Mannschaft hier verbessern, beziehungsweise eine von unseren beiden oder die Mannschaft hier ist ja eigentlich komplett, da brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr dran machen, denke ich. Den Tosic Inform könnte man sich hier vielleicht noch holen und wie gesagt hier Vidal und Lichtenstein, aber das reicht vom Geld halt eher einfach nicht. Und würde sich wahrscheinlich nicht so lohnen, also wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher unser Hybrid-Team hier da ein bisschen was dran machen. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Baustellen. Hier links der Motta, wie gesagt, vielleicht durch einen Brasilianer austauschen. Oder, ja, weiß ich nicht. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr da sehen wollt, was ihr gerne machen würdet. Vielleicht die beiden Mannschaften auseinanderreißen und noch zwei quasi eine andere Mannschaft bauen. Weiß ich nicht. Ich bin da offen für alles. Gebt mir da eure Infos, was ihr da gerne sehen wollen würdet. Wie gesagt, 22.000 Münzen haben wir aktuell. Und die werden wir hier investieren, auf jeden Fall.
um dann noch ein bisschen was rauszuholen. Wie gesagt, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich eventuell ein bisschen auf sich warten lassen. Am 12. ist meine Klausur und danach werde ich es wieder aufnehmen können. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Verständnis für und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Also macht's gut, bis dann. Ciao.